Oh, das wird jetzt funny. Funny epic moment. Ich sehe schon Fight kommen. Ist da jemand? Als ob der deine Sprache spricht. NY Pikachu hier, put your hands in the air. Wie viele Pfeile haben wir? 16. Schon kurz eine Ladung her. Kann nie schaden. Schön wäre es natürlich, wenn wir dann aus Dings mehr herstellen könnten. Aus weniger Material mehr Pfeile. Oder aus dem gleichen Material mehr Pfeile. Aber es sieht geil aus. Das können wir stundenlang angucken, den Case. Hey! Nice. Ein unglaublicher Anblick. Gell? Ah, das sieht mir zu intakt aus, um ehrlich zu sein. Das sieht mir zu intakt aus. Oder was oben? Nee, da oben. Oder was oben wohl angegangen? Nee, ich glaub's nicht. No! Oh, bin ich blöd. Das war die falsche Taste. Oh, shit. Einmal dezent verdrückt. Da ist was. Ah ja. Als hätte ich mich so tot wieder einmal gelohnt. Jetzt kommt wieder die Cutscene. Bla bla. Oh, doch nicht. Um etwas aufzustemmen. Hey. Ja. Ja. Jetzt nur S drücken und kein E oder so, Boogie. Please. Halt, warte. Linksklick gedrückt halten und dann kann man schwingen. So war das. Okay, es hebt sich dran fest. Sehr schön. Das meinte ich nämlich. Ja, wir können jetzt da abkürzen, okay. Das könnte der Ausgang sein. Echt jetzt? Ich weiß, wir gehen noch woanders lang, aber lass mich mal gucken. So komme ich aus dem Grab raus. Okay, da rutschen wir jetzt aber runter, wenn wir da lang gehen. Das möchte ich noch nicht. Kannst du einfach da runter? Ah, sie klettert dann von alleine, okay. E, C. Ja, fall in den Tod, ist okay. Zip. Ich hab sie gerade tot gesehen. Ja. Und runter. Es gibt hier mehrere Wege. Ja! Material, her damit, bitte. Golderz, weißt du nicht für was, aber nimm's mit. Verkaufe Golderz an Händler. Ja, wenn wir welche finden, ne? Drücken sie eh im Sprung, um mit der Hakenkante über die Klüfte zu schwingen. Okay. NYPD-Zit hat sie, da drin hat es geleuchtet, ich weiß. Sieht halt merkwürdig hier aus. Schwarzpulver, kann man Munition herstellen später, das wollen wir eine Schusswaffe haben. So. Neuen Fliegenfänger, was? Ich hasse diesen Ort, diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint.
irgendetwas hat das Lager angegriffen. Mhm. Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Ja, der verfluchte Tag hast du aber gekriegt, mein Digga. Den hast du bekommen, Hasepupsi. Krabbeln. Ich glaube, das grillen wir echt, dass wir die Dinger sehen. Das war halt schon cool. Weil da ist nichts mehr, ne? Schade. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wir sollen gegen das Vieh kämpfen. Ich finde es leider immer ein bisschen doof, dass man halt einfach irgendwo random speichern kann. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Suboptimal gelöst. Da hat sich gerade was bewegt. Ja. Yeah. Aha. Aha, aha, aha. Ich muss irgendwie über den Cenote. Warum habe ich das Gefühl, ich muss hier hoch? Warte mal. Können wir das anschießen? Nee, aber wir können hier kurz außen rum. Achso, ich muss das Ding erstmal locker machen. Achso, ja, okay, warte. Wait. Andere Richtung? Andere Richtung. So. Dann können wir das Ding rüberschießen, dann macht sie das da oben fest. Hüpft sie so süß. Oh, es ist knuffig. Wie komme ich aber da hoch? Wie komme ich da hin? Warte mal. Da komme ich nochmal vorbei. Ich hätte es ja fast vermutet. Da können wir durch. Wir kommen da aber echt nicht lang, ne? Ich hätte vermutet, wir können da irgendwie drüber hüpfen, aber das ist natürlich so allverwandtmäßig unprofessionell gelöst. Wie kommen wir da denn hin? Sieht nicht für mich aus, als wäre da was. Das ist einfach nur eine verschissene Plattform, kann auch sein. Und daraus kann man nirgends hin. Sie müssen diesen Ort während der Bauarbeiten verlassen haben. Da kann man da runterspringen, den sicheren Tod, das steht fest. Da kann man das Gerüst hier bewegen, okay. Geh mal drüber. Ja, ich kann sagen, kletter mal drüber. Da haben wir noch Schrott und anderes Zeug. Eieiei. Jetzt kann man da wieder rüberspringen, okay. Warte mal, wenn wir das wieder zurückbewegen. Will das Ding mir sagen, ich muss mich da jetzt beeilen, wenn ich hinlaufe? Okay. Ach, kapiert. Oh Gott, es wird stressig gleich.
Nee, keine Chance, schafft sie nicht. Halt sie nicht rennt! So holt es her. Ah, ich muss es schaffen. Ist irgendwie befestigt irgendwo? Leuchtet irgendwo was auf? Nee, das heißt ziehen und feuern. Jetzt mach, komm. Ach, Lara, komm an. Du blöde Kuh, renn doch bitte gleich mal. Ach, nee. Ach, nee. Warte mal, andersrum. Müsste halten. Und er hält das Ding ganz so lang fest. Oh Gott, da kommen wir erstmal drauf. Okay. Krass, okay, krass. Ist ja jetzt nicht gesehen, wenn wir gestorben wären. Okay, krasser Shit. Da muss ich erstmal drauf kommen. Da will ich hin. Habe ich da gerade irgendwas knurren gehört? Habe ich da irgendwas rascheln gehört? Vögel habe ich ja kein Problem mit. Alles andere wird blöd. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, wir sind noch ganz viele Freunde hier. Kakerlake. Ah, guck mal, mitnehmen. Jetzt mal ein bisschen ankrabbeln, das Ding, und angucken. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Ja, was mit dem hier? By the way, könnt mal da hoch. Also, das ist nur meine Meinung. Da kommen wir jetzt in die Stachlis. Nee, da will sie nicht. Oh, ich hab's gesehen. Ach du Scheiße. Holy! Deine Mutter! No! Unrealistisch! Er war viel zu weit weg, um uns zu treffen. Irgendwas ist da. Irgendwas Widerliches. Wir müssen es töten, ich sehe es kommen. Okay, ich speichere doch mal relativ lieb und gern dazwischen durch. Sehr nett. Heilige Mutter Gottes, neues Rezept gefunden. Apfelstrudel. Sitze Sattel, wirst du die Kletterfähigkeit, wodurch sie beim Klettern schnell bewegen können. Was sagt man, ob das ich hier raus will? Bist du blöd? Erstmal Loot finden hier. So. Da geht's wahrscheinlich lang. Da will ich aber noch nicht. Da drüben war nicht auch noch so ein Teil. Da oben hat's auch noch Loot.
So. Das kann man nicht kaputt machen. Opfergabe. Sehr interessant. Wie viele Pfeile haben wir noch? 20. Das reicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier dort trotzdem irgendeine Kreatur oder irgendwas haust. Irgendein komisches Viech. Was ist das? Ach so, das ist das weiße Klump da, okay. Ich dachte, da war noch was gewesen. Irgendwie, da weiß man nie bei Mrs. Tomb Raider. Ich habe das Ding jetzt echt abgeschlossen. Confirmed. Ja, ist ausgegraut. Dann haben wir alles. Okay. Das darf man nie vergessen. Ich finde es aber echt nett, dass es Hinweise gibt. Hui! Ja. Okay. Und piu. Ich frag mich, was man macht, wenn man kein Dings mehr hat. Keine Pfeile. Jui. Flup. Ich wollte gerade sagen, rechtzeitig los, sonst wird's blöd. Hast du das Gefühl, uns greift noch gleich was ein? Ein Puma, ein Dönertier, irgendwas. Ach, und da sind wir da eingegangen. Gerade rein sind. Ich gehe mal lieber von hier. Das wäre irgendein Problem. Wir werden es wahrscheinlich auch noch Gameplay, sondern es ist so ein Mega-Secret. Wer weiß. Tempel auf jeden Fall geschafft. Ich habe mich trotzdem gerade auf den Kampf eingestellt. Da kommt es von hinten. Jetzt kommen, Crafty. Hopp, hopp. Crouch. Das ist wie beim Bund. Nichts für Waschlappen. Reicht zwar nie, weil die wollten mich nicht mit meiner Krankenakte, aber ist ein anderes Thema. Come to fighting, last exciting, so, jetzt kommen wir ja mal in Brando. Gefunden? Noch yep. So ein Maya-Altar und... Und was? Ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja. Ja, ja. Fähigkeiten? Ist aber zwei. Was wollte ich machen? Nee. Überlebensinstinkt halten länger. Okay. Sehen Sie Herausforderungen mit Überlebensinstinkten? Das Woher war das, wissen ne? wir, dass es wieder zur verborgenen Stadt geht? Maya-Ruinen sind auffällig, oder? Stimmt. Ist das? Sorry, Fortschritte frei, okay. Sie sind Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkten. Ja, das lernen wir doch mal. Was ist das? Verbessert die Kletterfähigkeit oder ist sie beim Klettern schneller? Ah. Kostet. Ach, das sind passive. Stimmt, das war das, was es geheißen hat. Wir kriegen ja manche Sachen einfach mal so. Wenn wir bestimmte Sachen finden, Herausforderungen und so weiter. Komm, Specki. Gehen wir. Noch ein totes Tier, nehme ich gern mit. Ist irgendwie Blut oder keine Ahnung, Öl. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll, kann nicht mehr tragen. Ich glaube, da kommen wir raus. Glaubst du? Ah, ist für Dream Team Homie? Ach, da ist er gespawnt. Hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Lara! Ich hab doch gewusst, wer kommt noch. Au, 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 au. Zum Glück haben wir die Rüstung angezogen. Klär doch zwischendurch, du Vollidiot. Lara! Nimm die Leuchtpistole! In dein Gesicht, Junge! Au! Nee, Q wollte ich nicht. F1. Au!
Ich kann nicht. Wo ist denn der? Drecksack! Jetzt jagen wir noch eine Kugel in den Kopf. Lara! Lara, bist du okay? Jetzt, ja. Lara! Hä, ich muss F1 drücken, hab ich doch. Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Sie haben die Kampfausrüstung wohl angezogen. Holy shit. Macht zwar keinen Vorteil, aber vom Gedanken her besser, wie wenn sie nur ein Stück Stoff anhält. Alter, aber mit der Leuchtfackel im Gesicht, man hätte sie mir alles wegfrittieren müssen. Sieht übel aus. Jetzt nimmer, meins. Bettvorleger. Hält mich warm. Ich baue uns ein Lager auf. Hier, auf einmal ein leckeres Fleisch. Oh, ich weiß sogar, wie sie ihn aufschneidet. Jaguarfleisch. Hat man auch nicht jeden Tag. Ob das nach Großkatze schmeckt? Ah, typisch Frau. Nee, gleich wieder. Hat er nicht gesagt. Hat er eigentlich ein Lama als Halsband? Lass mich mal sehen. Sieht so aus. Das sieht übel aus. Drück auf unsere Kleidung drauf. Ist ja geil. Er hat mir gesagt, jetzt sieht mal das Kleiderradatsch aus, damit wir richtig in die Wunde kommen. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Hm. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Ja. Aus dem Kniepolstern, oder was ist das? Er fehlt mir. Groß. Ich weiß. Erstmal Suppe. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Hm. Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Hm. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Hm. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Hm. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir
jetzt wichtig ist, ist da. Das war wirklich nur ein Zaunpfahl. Der will was von dir, Mensch, Laura. Ach, die stirbt noch als Jungfrau. Ach ja. Aber schön gesagt auf jeden Fall. Das ist richtig, weil es nicht perfekt, aber alles ist das, hat man. Ist beim. Vielleicht auch nicht immer alles. Manche Personen vielleicht, aber das ist. Lässt sich nicht ändern. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Wenn du findest Steuern? Die Burg die betreten. Die Mauern der Burg locken höhnisch. Ach, als kleines Kind daherkommt, Vogel töten. Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Wir gucken uns hier auf jeden Fall um. Ich finde es auch super gemacht. Tödliche Präzision. Meistens. Meistens. Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Komm ich da rein? Nö, schade. Wäre zu schön. Müssen wir die Burg betreten. Ich finde es aber gerade toll. Finden wir vielleicht noch andere Sachen? Ich will mich hier nur ein bisschen umgucken gern. Hui. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Da hoch muss ich. Okay, komm mir auch ein Spielchen mal mit. Finde ich jetzt aber richtig cool. So eine kleine Rückblende. Gefällt mir. Vor allem, welches Kind, jedes Kind hätte ganz so einen fucking riesigen Spielplatz gehabt. Einfach mal so im Hintergarten. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Das hat nicht gereicht. Okay. Willst du vielleicht das abwerfen? No! Kommt der Ball nicht zurück? Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Na ja, super. Lara stürzt gleich mal woanders hin. Nimm den Ball wieder. Kann man da wenigstens hochrennen? Please. Ich bin Kind. Nee, ich bin doofes Kind, okay. Ja, yo, Fidget Spinner, beruhig dich. Okay. Ich würde das Ding runterholen. Ach nee, echt jetzt, Kind. Das kann man doch auch noch so mitschleppen. Alter, ist was. Wait. Ein Brief von Dad an Winston. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten Sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, Ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Oh. Interessant. Interessantes Detail. Ich würde sagen, bitte verlieren jetzt nicht. Das können die Programmierer nicht so gemacht haben, lass mal. Okay. Das verbotene Grab ruft. Einsatzziel werden bei Überlebensinstitut vorgehoben. Wie hole ich das Ding da jetzt runter?